Es war hier von Mitleid die Rede, Mitleid für einen gewissen Brömmel. Ich habe immer Mitleid mit Leuten, die nicht aus dem Vogtland sind, so wie ich. Die halten sich für Menschen zweiter Wahl. Sie sollten stolz erhobenen Hauptes durch die Welt gehen, auch wenn sie kein Vogtländer sind. Aber es ist ja immerhin ein Zeichen gewesen, dass einer von uns nominiert worden ist für den Weltraum. Das kann man nicht für einen Zufall halten. Man musste schon beim ersten Zupacken den möglichst besten Bürger, also einen ganz repräsentativen Repräsentanten, nominieren für den Weltraum. Und das konnte eben nur ein Vogt. Und so wie Sigmund Jähn nominiert wurde, so hatte fast jeder andere Vogtländer ebenfalls eine Chance. Auch ich stand damals auf der Liste der kosmischen Kandidaten und ich war gut platziert. Ich stand weit oben. Es gab sogar einen im Politbüro, der hat damals gesagt, schießen wir den Stängel hoch. Den Stängel ist dem Jähn eine Nasenlänge voraus. Und das stimmt. Allerdings ist dieser Vorzug, dieser anatomische, mein einziger, ich gebe es zu, in den anderen Punkten, Kriterien und Parametern ist mir Sigmund Jähn deutlich überlegen. Und weil es unser bester Vogtländer ist, haben wir auch ihm zu Ehren, und um ihm eine Freude zu machen, dieses karge und völlig unrepräsentative Rinnsal im Vogtland, die Weiße Elster, umbenannt in Jänisee.